Im zweiten Video zu meiner Funken Aerodia CNC geht es um eine grundlegende Verbesserung und weitere Details, die ich implementiert habe. Zu den Detailverbesserungen zählt ein per Mikroservo betätigter Schalter, der es ermöglicht, die Elektrode entweder zum Aerodieren oder zum Vermessen nutzen zu können. Über zwei 12 Volt 40 Ampere Relais kann die Polung zwischen Werkstück und Elektrode geändert werden. Die neue Spülmittelpumpe entstammt der Scheibenwaschanlage eines PKW. Als simpler Filter fungiert ein Stück Schaumstoff, das sich im Betrieb als erstaunlich effektiv herausgestellt hat. Werfen wir mit Hilfe eines Mikroskops einen Blick auf einen Tropfen der braunen Brühe, die in der Maschine zirkuliert. Zu sehen ist, dass die Mehrzahl der Partikel deutlich kleiner als 50 Mikrometer ist. Da diese aber in Wasser relativ schnell verklumpen und zu Boden sinken, ist der Wasserstrahl nach dem Filter relativ klar. Obwohl ich in diesem Test ein Messingröhrchen als Elektrode verwende, wird das Spülmittel nicht durch selbige gepumpt. Den Wasserstrahl von der Seite auf die Elektrode zu richten, ist die technisch einfachere Lösung. Zum einen kann mit einem deutlich niedrigeren Wasserdruck gearbeitet werden und zum anderen rotiert die Elektrode, womit eine entsprechende Kupplung benötigt würde, die diesen höheren Wasserdruck auch standhält. Da ich momentan keine überragend glatten Oberflächen benötige, genügt der simple Filter mit Leitungswasser als Spülmittel. Als grundlegende Verbesserung bezeichne ich die Möglichkeit, die Elektrode rotieren zu lassen. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass diese mit dem Werkstück verschweißt, womit die Vorschubgeschwindigkeit erhöht werden kann. Zu sehen ist, dass die Funken in schnellerer Abfolge generiert werden, als es beim Bohren im ersten Video zu sehen war. Besonders wenn die Elektrode schon etwas tiefer in den Stahl eingedrungen ist, kann man sehen, dass der Bohrkopf zittert, wann immer ein kurzzeitiges Verschweißen durch die Rotation wieder gelöst wird. Das Verschweißen kann mit besseren Prozessparametern weiter minimiert werden, mehr dazu in kommenden Videos zur Serie. Zu sehen ist ferner, dass das Bohrfutter eiert. Dieses war billig und das von mir als Schaft eingepresste Stahlrohr mit einem Durchmesser von 12 mm ist nicht optimal senkrecht ausgerichtet. Da ich einen Schrittmotor als Antrieb für das Bohrfutter verwende, war die erste Idee, das Eiern per Software zumindest teilweise zu kompensieren. Dazu wird ein Pin des Mikrocontrollers als digitaler Eingang geschaltet und über den Servoschalter mit der Elektrode verbunden. An einem Referenzpunkt kann nun der Rundlauf vermessen werden, was ich hier mit einer absichtlich verbogenen Elektrode demonstriere. Und ja, auch hier handelt es sich nur um ein paar quick and dirty programmierte Codezeilen mit einem unzureichenden Referenzpunkt aus Materialien, die gerade auf meinem Videotisch gelegen haben. Zumindest könnt ihr erkennen, wie es prinzipiell funktionieren würde, so es denn hart- und softwareseitig besser implementiert wird. Zu sehen ist, dass per Software über Bewegungen längs der X-Achse das Eiern zumindest teilweise kompensiert wird. Wie immer gilt, es geht nichts über eine möglichst präzise Mechanik und eine gerade Elektrode. Ein weiterer Nachteil des billigen Bohrfutters ist die hakelige Mechanik, die über einen Schlüssel betätigt werden muss. Daher habe ich ein kleineres Bohrfutter geordert, das mit einem Gewinde Typ 8x0,75 mm an einem Alurohr mit 8 mm Außendurchmesser und 2 mm Wandstärke verschraubt wird. Hier wird mit dem Mini-Bohrfutter ein neues Sieb für meine Kunststoffmühle aus 0,75 mm starkem Blech gefertigt. Die größeren Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm dienen der Befestigung an der Mühle. Die kreisende Bewegung, die nötig ist, um Löcher mit einem Durchmesser größer als dem Elektrodendurchmesser zu bohren, wirkt chaotisch. Der Grund hierfür ist, dass die Bewegung schnell erfolgt, wenn in einem vorgegebenen Intervall von 60 Millisekunden kein Funke übergesprungen ist. Springt allerdings ein Funke über, bleibt die Elektrode an diesem Punkt stehen, bis wiederum eine Funkenpause von besagten 60 Millisekunden abgelaufen ist. Die Löcher des Siebes mit einem Durchmesser von etwa 2 mm werden mit derselben Elektrode gebohrt. Ein Werkzeugwechsel ist für unterschiedliche Durchmesser nicht nötig. Die Wolfram-Elektrode erodiert weniger und außerdem verschweißt diese seltener mit dem Stahlblech, als es mit einer Messing-Elektrode der Fall ist. In Sachen Materialkombination ist von meiner Seite noch ein wenig Experimentierarbeit angesagt. Die Bohrungen des Siebes werden ohne kreisende Bewegung längs der XY-Achse erstellt.
Die Funken- und Kurzschlusserkennung ist seitens Elektronik und Software noch nicht optimal, was sich auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit und das Messen der Erosion der Elektrode negativ auswirkt. Was unter dem Mikroskop ausgefranst aussieht, ist bei Betrachtung mit dem bloßen Auge definitiv ausreichend rund und glatt, zumindest passen die M3er Befestigungsschrauben problemlos in die vorgesehenen Bohrungen. Aufgrund des schlechten Rundlaufes des Bohrfutters sind nach wie vor Abweichungen im Durchmesser der Siebbohrungen zu erkennen. Das erzielte Ergebnis ist allerdings ausreichend gut für den beabsichtigten Einsatzzweck. Also zurück zu OpenSCAD und Version 3 der Klemmvorrichtung für die Elektrode ist die günstigste. Zwei kleine Teile aus dem 3D-Drucker übernehmen das Zentrieren der Elektrode im Innern eines 8mm durchmessenden Messingröhrchens. Zwei M3er Schrauben halten die Elektrode in Position und leiten den Strom in Richtung Werkstück. Das Ergebnis ist ein Rundlauf, der so gut ist, dass das Eiern mit bloßem Auge kaum auszumachen ist. Das nächste Bauteil, das ich für die Mühle anfertige, ist eine neue Klinge. Um die Unwucht der rotierenden Klinge klein zu halten, müssen die Bohrungen möglichst exakt zentriert gesetzt werden. Daher werden Länge und Breite des Stahls mit Hilfe der Elektrode zunächst vermessen. Erst dann wird die Spannung des Schweißinverters auf diese gelegt und der Stahl bearbeitet. Wer es eilig hat und über gute Bohrer verfügt, kann die entsprechenden Löcher mit der Elektrode lediglich 1mm tief markieren. Manchmal ist der passende Bohrer allerdings nicht zur Hand und dann ist selbst langsames Prototyping im eigenen Keller schneller als neues Werkzeug zu besorgen. Das Material, das durchtrennt wird, ist 3mm Stahl. In Sachen Software habe ich nach wie vor die abzufahrenden Punkte direkt in den Arduino Sketch implementiert. Quick and dirty, funktioniert aber für meine Zwecke absolut ausreichend. Bevor ich überhaupt daran denke, die Software nutzerfreundlicher zu gestalten, habe ich noch ein paar Änderungen in Sachen Hardware anzutesten. Ganz oben auf der Liste stehen verschiedene Spannungsquellen für die Funkenstrecke. Momentan ist der Schweißinverter mit einer Ruhespannung von 64 Volt in der Einstellung 10 Ampere im Einsatz. Ich habe aber schon Netzteile mit Spannungen von 12, 24 und 48 Volt geordert. Im Zusammenspiel mit einem Leistungstransistor sollte eine bessere Kontrolle über die von den Funken übertragene Energie möglich sein. Es gibt noch reichlich Innovationspotenzial für diese günstige Funken-Erodier-CNC. Wer mich in meinem Bemühen, diese Technik weiterzuentwickeln, unterstützen möchte, auf meinen Seiten gibt's neben der Nachbauanleitung auch eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben oder mir auf anderem Wege wie dem Super Thanks auf YouTube oder als Patreon einen Obolus haben zukommen lassen. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!